Und damit herzlich willkommen zurück zu Mario und Luigi Superstar Saga. Wir wollen unseren Koffer sortieren, nachdem wir im letzten Part das Intro gesehen haben. Prinzessin Peach wohl ihre Stimme geklaut. Und wir machen uns jetzt mit Grünkäppchen Mario und Bowser auf den Weg nach Bohnenland, um diese von jemanden zurückzuholen, der sie anscheinend gestohlen hat. Wie auch immer das gehen mag. Ich bin nebenbei dumm, da ich mein Headset hochgeklappt habe. Geil, nicht wahr? Egal. So. Wir öffnen den Koffer mit Select und da sehen wir, wir haben 100 Münzen und das reagiert irgendwie so schnell hier. Es ist, damit komme ich nicht klar. Aber egal. So, wir haben komische Bilder, aber egal. Ist wahrscheinlich irgendein Bug auf der Wii U und ein paar Pilze. Also ich drücke immer auf den Knopf, bei dem man Save States machen kann hier in dem Game. Wir haben nichts und Pilze, genau. Sondern können wir uns hier umziehen. Wir haben den Blaumann, das ist die Hose von Mario. Und wir haben die Action Scenes, das ist die Hose von Luigi, die erhöht Verteidigung. Und die erhöht Verteidigung. Eigentlich ist es total dumm. Eigentlich müsste man die Action Scenes Luigi geben und die, nee, die Blaumann Scenes Luigi und, egal. Egal, mischen wir uns nicht ein und hier können wir eben unseren Status überprüfen. Juhu, ne? Ja. So, na dann, uns wurde befohlen, wir sollen uns auf den Oberdeck melden und da würde ich mal sagen, nichts wie hin. Wer bist denn du? Du bist der Neuzugang in der Bowser-Armee. Bis zur Ankunft im Bodenland solltest du wissen, wie bei uns der Hase läuft, verstanden? Mhm. Gut. Verstanden. Zum Positionstausch Start drücken. Ei, ei, Sir. Zum Positionstausch Start drücken. Ach, das ging hier ja auch noch. Geil. Daran kann ich mich ja gar nicht mehr erinnern, dass das in den Game ging. Geht ja in den Spätrennen nicht mehr. Verstanden? A dient zum Ausführen von Aktionen des Vordermanns und B für Aktionen des Hintermanns. Ei, ei, Sir. A dient zur Ausführung von Aktionen des Vordermanns und B für Aktionen des Hintermanns. Ja, alles klar. Was ist hier los? Verstanden. Derjenige, dessen Farbe die Brüderbox hat, springt gegen die Box. Springt der richtige Bruder gegen die Box, bewegt sie sich in Pfeilrichtung. Springt der richtige Bruder gegen die Box, bewegt sie sich in Pfeilrichtung. Ich könnte das nochmal vorzeigen. Na egal. Kriegen wir schon hin. Richtig hinstellen. Ich komme mit der verdammten schnellen... Ne, ich komme mit der Bewegung überhaupt nicht klar. Das geht hier so verdammt schnell, wie man sich hier bewegt. Seht euch das an. Und ich bewege den Joystick nur ganz leicht. Das ist übel. Aber gut. Müssen wir klarkommen bis zum Ende des Let's Plays. Was ist denn hier los? Ich mache gerade Fotos, also stört mich gefälligst nicht. Stellt euch nebeneinander. Nicht von der Seite ins Bild kommen. Und du? Ich sehe auf Fotos immer blöd aus. Da muss ich Ihnen zustimmen. Ich sehe auf Fotos auch immer richtig dumm aus. Deswegen hasse ich es auch, Fotos zu machen. Hey, jetzt weiter! Genau, jetzt waren wir mit den Bärten. Wir kommen nach Bohnenland. Eure Pässe habt ihr doch sicher bei euch, oder? Ach, wahrscheinlich die Dinge, die Überprüfungsdinge. Mal sehen, wie viele HP wir haben und so weiter. Was? Du hast doch einen Koffer dabei. Drück Select und zieh den Koffer nach. Na gut. Da sind sie doch. Das sind eure Pässe. Ach, die. Ah, ja, steht eh Pass. Hm. Ja, die Fotos sind jetzt nicht so toll, aber... Na nu? Und wo sind die Fotos? Damit könnte ich im Bodenland einreisen. Aber wenn wir hier ein paar Fotos machen, dann ist das Problem ganz einfach und bequem gelöst. Boah, Luigi freut sich und Mario bittet. Ist gar nicht schwer. Stellt euch auf die Markierung da. So, und ich würde sagen, ich mache jetzt hier einfach mal ein Safe State, weil ich es kann. Weil ich Angst habe, dass ich da jetzt irgendwas Dummes mache. Fertig, dann ab auf die Markierung. Gut. Und jetzt, Grünkäppchen, bitte zurücktreten. Bitte recht freundlich. So, gucken wir mal. Fast hätte ich es vergessen. Während der Aufnahme musst du stillhalten. Drücke nicht, um komische Fratzen zu schneiden. Dann sei mal her. Das sieht doch cool aus. Und jetzt, Grünkäppchen. Komm mit Start nach vorne und stell dich auf die Fußmatte. Ups. So. Okay, Mario, bitte zurücktreten. Fertig.
Lol. Okay, das war dumm. Zeig mir ja. Ja, doch. Mario sieht recht cool aus. Weißt du was? Das machen wir nochmal. Das lade ich jetzt. Deswegen die Safe States. Ich finde die total cool, dass man hier Safe States machen kann. So. Na dann. Okay. Was? Das ist unfair. Das ist Cheating. Ich will doch nur das coole Foto, auf den Mario so richtig cool reinguckt. So. Safe State. Komm. Yes, geil. So, machen wir hier einen Safe State. Ich will schon einen coolen Spielstand haben. Yeah. Bitteschön, die Fotos für eure beiden Pässe sind fertig. Gute Reise. Nein, nicht hier. Nicht hier, sondern hier. Oh yeah, wir sehen stylisch aus. Okay, weiter geht's. Wir müssen ja immer noch ans Deck kommen. Geht's denn hier unten lang? Ach, da ist ein Item. Na cool, nehme ich mit. Puh, das nach hier und dies nach dort. Lagerhaltung ist die Hölle, ein Fehler und man muss wieder von vorne anfangen. Ja gut, wie du willst, ne? Meine Aufgaben, nicht meine. Könnte auch sein, dass hier schon unsichtbare Blöcke sind, aber das weiß man halt nicht, ne? So. Oh. Cool. Da ist irgendwas drinnen. Das bewegt sich. Hey! Pass doch auf, baust das teure Fracht. Das Oberdeck? Geht einfach hier weiter. Aber bevor ihr auf das Oberdeck geht, solltet ihr noch eine Kleinigkeit lernen. Ich bringe euch bei, wie ihr als Paar kämpft. Okay. Seht euch mal das Fass da an und seid bereit für die besten Kämpfer aus den Elite-Truppen des Bowser-Heers. Fass zertrümmern? Na klar. Oh, ein Goomba. Und unser erster Kampf. Naja, unser erster wirklicher, sagen wir so. Zuerst lernen wir die Verteidigung. Mario springt mit A, grün Käppchen, benutzt B für die Verteidigung. Also gut, greif an, Mario, greif an. Jetzt musst du A drücken, weil ansonsten... Und jetzt Angriff auf Grünkäppchen, oh yeah. Halt! Jetzt musst du B drücken. Genauso, je nachdem, wann ihr springt, könnt ihr nicht nur ausweichen, sondern auch kontern. Allerdings gibt es auch Attacken, die man nicht kontern kann. Zum Beispiel Bowsers Flammenattacke. Jetzt trainiert das mal schön. Ich fühle mich toll, weil ich so cool bin. Der Angriff läuft genauso wie im Einzelkampf. Das Action-Kommando für Grünkäppchen ist B. Um auf die Monster zu treten, drückst du B. Das könnt ihr auch trainieren. Und jetzt geht's. Ah, wir haben jetzt nebenbei erwähnt schon hier Item freigeschalten. Wir können jetzt ein Item einsetzen im Kampf, aber brauchen wir auch nicht, ne? Ich würde sagen, Solo-Angriff und kaboom! Auf die Goombas! Luigi macht natürlich weniger. Oh, Luigi macht auch 2 Schaden. Scheiße, da war ich das erste Mal zu dumm zum Kontern. Ja, und mit Mario springt halt mit A und Luigi. Mit B und bei beiden ist es gleich, wenn man kurz vor der Landung B drückt, dann. Ja, ne? Dann machen wir mehr Schaden. So. Und wir halten Münzen und Erfahrungspunkte für den Kampf, aber leider kein Item. Mit einer bestimmten Anzahl an Erfahrungspunkten kriegen wir halt ein Level-Up. Ist, glaube ich, selbstverständlich für Leute, die Pokémon und so weiter spielen. Nur eben halt diesmal in Mario. So, hier ist auch noch einer drin. Komm mal raus! Okidoki! Oh yeah! Mario ist auch schon Level 2! Boah, das geht schnell! Richtig gut! Und jetzt sehen wir hier auch die ganzen Werte und wir können doch den Bonus einen Wert erhöhen. Und ich würde sagen... Mal gucken... Verteidigung sieht recht gut aus. Verzichten Angriff? Wisst ihr was? Ich bin sogar extra diesmal für Bart. Und ich würde sagen, 3, 2, 1, ich guck mich hin.
Ich hasse dich, Spiel. Ich hab da überhaupt kein Glück. Warte! Warte! So dumm zum Goomba fangen, echt schrecklich. Puh, du bist doch fix, dich holt man nicht, echt nicht ein. Dabei müssen wir doch die Einreise vorbereiten. Mario und Grünkäppchen, helft mir doch mal bitte. Nebenbei erkläre ich euch, was ihr wissen solltet, wenn man einen Kampf, wie man einen Kampf beginnt. Schnappt euch die Kerle! Wenn ihr auf sie springt, beginnt der Kampf. Erster Angriff! Erlernt! Genau, wie du vor, wenn du vor den Kampf auf sie springst, dann sind die Monster schon von Anfang an geschwächt. Na, ist das eine brauchbare Info, Info oder nicht? Keine Ursache. Aber pass auf, wenn du beim Springen deinen Hintermann erwischt, dann kann er sich nicht bewegen, bis er selbst am Zug ist. Ja, das ist natürlich scheiße. Und ich liebe die Kampfmusik. Bam, 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 badam. Und Luigi dürfte jetzt ein Level abbekommen. Oh yeah, Luigi. Krass, Mann. So, mal gucken, ob wir bei dir mehr Glück haben. Ich gehe bei dir ebenfalls auf den Bartwert. Und ich würde sagen, 3, 2, 1, ich guck nicht hin. Eine 2. Ja doch, da hat er mehr Glück. Jetzt sind wir auf gleichem Bartlevel. Oh yeah, we got a Goomba. Boah, danke, ey. Und verpackt. Noch einmal bitte. Oh scheiße, jetzt bin ich in den reingerannt. Oh, ich bin dumm. Oh yeah. Und eingepackt wahrscheinlich, ne? Puh, danke. Und eingepackt. Mal gucken, ob wir die jetzt auch komplett töten können. Das war's. So, können wir die jetzt komplett töten? Nee, schade. Na gut, dann würde ich sagen, auf aufs Oberdeck. Jetzt dürfen wir ja langsam da sein. Sorry. Hey, hey, im Reiseführer steht, dass es auch im Bodenland viele Mario-Fans gibt. Cool, das gefällt mir. So, wo sind wir denn jetzt? Cooper Chat. Lagerraum 2. Cool. Und Stempel drauf, damit das offiziell ist. Mit unseren Fotos. Boah, wir sind geil, ich weiß. Speicheralbum. Zum Speichern bitte kräftig springen. Cool. Weiß ich aber leider schon. Ein Sprung gegen die Rufzeichenbox startet den Kran. Mit dem Kran können wir die Ladung wegräumen. Joa, ich glaube, das wird wichtig. Was? Wer stellt denn ausgerechnet hier Ladung in den Gang? Wie sollen wir jetzt auf das Oberdeck kommen? Oh, das ist wichtig. Gut. Weg damit, würde ich sagen. Na dann hol es dir mal, lieber Kran. Das ist nicht richtig. Scheiße. Oh, der Kran hat statt der Ladung das Grünkäppchen erwischt. Naja, auch egal. Jetzt wird er verarbeitet zu Hackfleisch. Na, da kann er sich ja gleich im Ausguck nützlich machen. Als Hackfleisch. In der Küche meine ich. Oder doch als Ausguck. Eure Ranzigkeit. In Kürze überfliegen wir die Grenze des Pilzkönigreichs zum Pilzkönigreich Bohnenland. Hm, verstanden. Abtreten. Luigi, siehst du was? Hä? Was ist denn da oben los? Scheiße, wir stehen unter Beschuss. Ja, genau. Schalt erstmal den Captain aus, Luigi. Hm, was ist das? Hä? Du hast doch Peach Stimme gestohlen. Um es mit mir und mir aufzunehmen, fehlt dir mindestens 100 Millionen Jahre Übung. Du bist die Diebin, der der Prinzessin die Stimme gestohlen hat. Beneidenswert böser Plan. Genau. Ich muss jetzt nach dem Bodenland neue Schandtaten vorbereiten. Deshalb habe ich keine Zeit, mich mit euch aufzuhalten. Krankfried erledige das. Hier geblieben. Ich bin Krankfried, der Lieblingsschüler von Lulula. Ihr habt wohl zu viel Zeit, dass ihr Schnee, Schnee besäunen auf
Widerstand macht. Dabei kommt es doch noch viel besser. Aber ihr seid in diesem Spiel nicht vorgesehen. Das Spiel heißt nämlich Krankfried und Lumil. Lala. Scheiße, jetzt werden wir abstürzen. Ihr Kanoops und ihr zu euch. Und der erste Bosskampf gegen Krankfried. Oh yeah. Legen wir los. Boom. Und Luigi. Sind wir jetzt zum Glück schon Level 2? Da, da, da. Fuck, ich bin dumm. Egal. Bob. Ihr. Ich verkriech mich mal. Ihr könnt dem Kerl ausweichen. Ja, und wie? Achte genau darauf, was der Kerl von Angriff sagt. Sorry. Was? Was? Tuschel dir da? Wenn der Kerl rot redet, hat der Mario im Visier. Jedes Monster zeigt im Kampf andere Schwächen. Also studiert eure Gegner. Da, da, da. Brock. Wir werden dich töten, Krankfried. Du hast keine Chance. Na, warte. Boah, scheiße. Das war fies. Ich dachte nochmal auf Mario, aber okay. Na, was? Warte. Aber du hast keine Chance gegen die Brüder. Hoppla. Na, jetzt hast du schon dein Flugdings da verloren. Attacke. Scheiße. Boah, ich bin gerade richtig schlecht. Ja, das hätte ich kontern können. So, aber diesmal gekontert. Oh yeah, ich weiß, ich bin gut. Dankeschön, Dankeschön, vielen Dank. Hoppia! Ich hatte mir auch schon gedacht, dass sowas... Bei Fuß? Und das Fliegedings ist wieder da. Und der Kampf beginnt von vorne. Genug geredet, es geht doch auch einfach. Feuerst rein! Fuck! Dann schreit noch ein Flugzeugabsturz. Komm her! Scheiße, da sind wir wohl zu niedrig gesprungen und das ist unser Ende. Das Spiel ist damit vorbei. Sterngenerat sofort überprüfen. Irgendwas Generalsuspekt objektiv entdeckt. Oder so, ich hab keine Ahnung, wie man das spricht. Schnell zur Abstandsstelle! Alarm! Alarm! An der bodenländischen Grenze. Na, immerhin sind wir im Wohnland, ne? Das muss man schon mal positiv sehen. Mario? Na, Luigi? Ja, bringt euch erstmal gegenseitig um, ne? Erstmal den anderen ersticken lassen und dann den anderen umbringen. Ja, gute Idee. Na dann, Freunde, wir sind an der bodenländischen Grenze. Und, ich würde sagen, das war's auch für den Part. Wir sind recht weit gekommen, muss ich schon sagen. Und, ich speichere mal eben. Wahrscheinlich steht dann eh nur bodenländische Grenze da. Bodenland-Grenze oder so. Nee. Sternschnuppenfeld. Absturzstelle. Geht sich gerade noch so aus. Na dann, Freunde, ich hoffe, der Part hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal und tschüss.